Es ist unser drittes Date, wir sind zum ersten Mal privat. Ja, wir sind bei mir zu Hause und wir essen grad Spaghetti mit Salat. Kerzen an und die Greatest Hits von Simon und Garfunkel aufgelegt. Ich bin ziemlich aufgeregt. Irgendwie wird mir grad übel und mit ganz plötzlicher Macht kommen Krämpfe in die Magengegend. Ich hab dann einen schrecklichen Verdacht. Ich renn aufs Klo und es platzt aus mir heraus und es blubbert und es rührt. Ich hoffe, dass sie das nicht durch die Türe hört. Scheißerei, ja, ich hab die Scheißerei, Scheißerei. Oh nein, 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 ich hab die Scheißerei. Ja, ich bin wirklich krank, doch jetzt erstmal ruhig Blut. Ich hab im Badezimmerschrank doch irgendwo noch Imodium akut. Das tut gut und wird schnell. Doch bis dahin muss ich warten und sitz hier auf dem Scheißhaus. Sie macht sich wohl schon Gedanken und ich bin hier gefangen und ich kack den ganzen Scheiß aus. Himmel, was für ein Gestank, völlig krank wie das Verderben, als wenn wer im Sterben liegt. Ich hoffe, dass sie das nicht durch die Türe riecht. Scheißerei, oh, ich hab die Scheißerei, Scheißerei. Oh nein, 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 ich hab die Scheißerei. Scheißerei, rei, 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 Scheißerei. Oh nein, 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 ich hab die Scheißerei. Völlig entkräftet komm ich aus dem Bad in meine Küche rein. Sie ist weg, da liegt ein Zettel und sie schreibt, manchmal soll es halt nicht sein. Doch es war schön, das Essen lecker und sie wünscht mir noch eine gute Besserung. Wenn ich gesund bin, kommt sie gerne wieder rum. Einerlei, die Scheißerei ist mir einerlei, einerlei. Dass es sowas gibt, ich bin verliebt mit Scheißerei. Scheißerei, rei, 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 Scheißerei. Ich liege im Bett und bin verliebt mit Scheißerei.